Sie hören Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte von Martin Walser, gelesen vom Autor. Ein Hörbuch des Argon Verlags in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk Bayern 2. Oktober 2016. Liebe, unbekannte Geliebte, ich bin nicht ich. Ich ist ein Wort, ich bin doch kein Wort. Ich bin lieber, was ich wäre, wenn ich nicht ich zu sein hätte. Also was bitte wäre ich lieber als ich? Alles andere als ich. Liebe Unbekannte, abschreckender kann ich nicht anfangen. Ich will sie für mich gewinnen, aber nicht durch Überredung, sondern dadurch, dass ich mich ihnen darstelle. Aber darstellen will ich mich nicht als Wortjongleur, sondern als Mensch, als Person. Ich will mich ihnen darstellen, bevor ich weiß, wer sie sind, also bevor ich mich ihnen anpassen kann. Es hängt von ihnen ab, mir zu antworten. Ich werde nicht aufhören, mich mitzuteilen. Ob ich sie dadurch gewinne oder abschrecke, bedenke ich nicht. Es ist ein Abenteuer wie die Kolumbusfahrt. Der unbekannte Erdteil sind Sie. Ich bin gespannt. Ihr Absender. PS: Ich bin, nein, noch nicht, eher nie als schon bald. 2. November 2016. Liebe Unbekannte, gerade erfahre ich von meiner Bank, dass ich nicht kreditwürdig sei, weil ich nicht über ein festes Einkommen verfüge. Obwohl ich Ihnen alles mitteilen möchte, merke ich, dass es nicht leicht ist, Ihnen alles mitzuteilen. Ich muss es üben. Es gibt bis jetzt noch keinen Menschen, dem ich alles sagen konnte. Das ist überhaupt der Grund für dieses Blogunternehmen. Ich suche restlose Nähe, vollkommene Nähe, rücksichtslose Nähe. Also jetzt meine wirtschaftliche bzw. bürgerliche Lage. Auf meiner Visitenkarte steht Philosoph. Die Visitenkarte, auf der als Beruf Jurist vermerkt war, habe ich versenkt. Nachdem ich mich als Jurist unmöglich gemacht hatte, erlebte ich das Missgeschick auch als eine Erleichterung. Ein älteres Bedürfnis regte sich jetzt. Und was musste nicht alles geschehen, dass sich dieses Bedürfnis entwickeln konnte? Einige Spürbarkeiten auf diesem Weg. Der Jurastudent in Gießen heiratet später die Lehramtsstudentin Gerda Lobschütz, gebürtig aus Limburg an der Lahn. Sie ist eine leidenschaftliche Verfechterin des ebenso prominenten wie damals umstrittenen Philosophen Odo Marquardt. Der lehrt in Gießen seinen Beitrag zur Kompensationstheorie. Darüber wird dort Tag und Nacht diskutiert. Man kann nur dafür oder dagegen sein. Der Jurist ahnt, dass es mehr gibt als Jura. Er sitzt natürlich mit Gerda Lobschütz im überfüllten Hörsaal und bleibt als Jurist.